minimalismus.ch. Selim Tolga. Guten Morgen, Selim. Guten Morgen, Thomas. Was gibt's bei dir Neues? Ja, diesmal gibt es nichts Minimalistisches, aber trotzdem eine größere Veränderung. Ich habe ungewollt, ohne zu suchen, einen Job gefunden. Also er wurde mir angeboten. Ist nur für 4 Monate und zu 80%. Und ich habe gedacht, ja gut, das ist eine gute Herausforderung. Jetzt ist dann Winter, wird es früh dunkel und ja, habe gedacht, das probiere ich wieder mal aus. Ja, bin ein bisschen, bin ein bisschen gespannt, wie das da ist, nach 4 Jahren nicht herkömmlich zu arbeiten und wie das ist, wenn ich jetzt so ziemlich minimalisiert, optimiert, pragmatisch an so einen Job rangehe, ob ich da anders mich da anstelle, ob ich alles sofort in Frage stelle, nur noch das mache, was irgendwie relevant ist, das ist schon noch eine interessante Geschichte. Also es hört sich ein wenig nach einem experimentellen Charakter an. Ich denke, wenn es nicht befristet gewesen wäre, hättest du das wahrscheinlich nicht angenommen als Frugalist, oder? Dann hätte ich sicher nicht angenommen, weil ich muss ja nicht per se arbeiten gehen. Also ich habe genug Geld gespart, damit ich davon leben kann. Aber ich habe auch die Herausforderung, dass ich einfach jeden Tag 16 Stunden mit Inhalt füllen muss und ohne Arbeit ist es halt schon noch relativ schwierig. Mhm. Alle rundherum am Arbeiten. Und erzähl doch noch kurz, wie das gegangen ist. Also wie können wir uns das vorstellen? Es ist mir zugefallen. Es ist eine ganz interessante Geschichte. Ich habe da bei Ricardo, das ist das eBay-Kleinanzeigen der Schweiz, da gucke ich ab und zu in der Umgebung, was es da so zu kaufen gibt, was man abholen muss. Weil das sind dann meistens die besseren Angebote, weil viele Leute gehen ja fahren nicht weit, um etwas abzuholen. Und da habe ich ein Fahrrad gesehen und gedacht, komm, das gucke ich mir mal an. Habe dem geschrieben, ob ich das anschauen darf. Und er so, ja klar, komm vorbei. Und da habe ich das Fahrrad Probe gefahren und am Schluss gibt er mir eine Visitenkarte. Da lese ich da drauf und denke, wir kennen uns. Und er so, ja, mein Name sei ihm auch bekannt vorgekommen. Und dann hatten wir beim letzten Job, als ich beim Kanton gearbeitet habe, hatten wir 2-3 Mal Kontakt. Und da hat er mich gefragt, ja, was machst du so? Bist du immer noch beim Kanton? Und ich so, nee, ich bin jetzt seit 4 Jahren nicht mehr erwerbstätig. Und dann habe ich ihm auch erzählt, eben, dass es ein bisschen schwierig ist, da die ganze Zeit zu füllen und manchmal es gut wäre, einen kleinen Job zu haben. Und er hat gesagt, er hätte schon einen Job. Und ich erzähle. Und dann, also er arbeitet bei der Stadt, ist da der Informatikleiter, also Stadtzug bei mir in der Nähe, 10 Minuten, 15 Minuten Arbeitsweg. Und da kommen wir dann noch drauf. Und hat da gesagt, ja, sie hätten da jetzt eine neue App, die rauskommt, wo man so Dienstleistungen von der Stadt elektronisch beziehen kann. Die geht Ende September online. Und da bräuchte er noch jemand, der mithilft, dann nachher neue Produkte und Dienstleistungen auf diese App zu bringen. Und da haben wir gar nicht viel mehr darüber gesprochen. Habe ich einmal darüber geschlafen, habe ihm geschrieben, ja, es soll mir da noch ein bisschen mehr Infos geben. Und da bin ich vorbeigegangen und dann war alles gut. Dann hat er sich informiert, bei dem der da mein Vorgesetzter oder der Chef vom Kanton war zeitweise und der hat mich da in den höchsten Tönen gelobt und dann hat er natürlich gesagt, ja gut, dann nehmen wir den und jetzt habe ich wieder einen Job, so einfach geht es manchmal und da habe ich gedacht, das ist nicht einfach nur ein Zufall, das ist schon ein bisschen Schicksal, würde ich sagen. Glaubst du an Schicksal, in dem Fall? Ja, manchmal schon, nicht immer, aber es hat immer alles irgendwie einen Grund, wenn du Leute triffst oder wieder triffst. Mhm. Und da bin ich jetzt der Meinung, dass ich das mal ausprobieren möchte, wieder zu arbeiten. Und denke, dass, ja, wenn das jetzt jedes Jahr ein paar Monate sind, kann ich schon damit leben. Vor allem eben im Winter, wenn es sowieso nicht so viel, weil im Sommer, wenn es schönes Wetter ist, dann ist es schon noch hart, arbeiten zu gehen. Was mich noch kurz wundernimmt, ist bei Ricardo, also diesem Inserate-Portal, wo du gesagt hast, kann man dort suchen nach nur Dinge anzeigen, die eben abgeholt werden. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ja, einerseits kannst du gucken,
Wenn du darauf geht, aktuell auf Ricardo in meiner Nähe, dann kannst du anzeigen, wo du bist, wie weit weg das ist. Dann gebe ich manchmal direkte Umgebung ein. Kannst noch sagen, nur gebrauchte Sachen, nur Abholung und dann noch einen Preis. Und dann siehst du ab und zu Dinge, die so für 1 bis 5 oder 10 Euro sind in deiner näheren Umgebung. Und hast halt den Vorteil, dass eben solche Dinge, die du jetzt nicht verschicken kannst, wie ein Fahrrad zum Beispiel, und die auch niemand jetzt durch die halbe Schweiz abholen gehen würde, die kannst du dann relativ günstig, also einfach Sachen, die nicht jeder möchte. Ja, da habe ich auch schon. Jetzt hast du einen neuen Job und ein neues Velo, ne? Oder? Das Velo ist auch neu dazugekommen. Ja, das habe ich dann gekauft. Ja. Die anderen zwei habe ich verkauft. Also ich hatte ja ein Fixie, so ein Single Speed und noch ein Mountainbike, das ich von Beo geschenkt gekriegt habe. Und das Mountainbike war eigentlich schon gut, war einfach ein bisschen zu klein, die Rahmengröße. Und halt so ein vollgefedertes Mountainbike. Ich fahre tendenziell geradeaus, mal nach Luzern, und da war das einfach too much. Und jetzt habe ich ein normales Citybike, relativ ein minimalistisches, mit wenig Gängen und so schick aussieht. Ich finde, das ist ein interessantes Thema, weil beim Frugalisten kann ich mir vorstellen, dass es noch extremer ist, dieser Zeitfaktor, weil der Frugalist hat ja wahrscheinlich noch mehr Zeit als der Minimalist. Der Minimalist tut ja auch optimieren, damit er mehr Zeit hat für die wesentlichen Dinge. Und beim Frugalisten hat man wahrscheinlich noch mehr Zeit. Und vielleicht kann das ja auch ein Nachteil sein, wenn man dann eben zu viel Zeit hat. Und vielleicht hast du es jetzt auch ein wenig so erlebt, dass es manchmal vielleicht doch langweilig ist. Ja, es ist halt schon so, du musst einfach jeden Tag musst du was tun, um eben diese 16 Stunden zu füllen. Du schläfst 8 Stunden oder maximal 8 Stunden und hast dann einfach jeden Tag so viel Zeit. Und das ist halt, wenn du arbeiten gehst, ist genau diese Zeit schon mal verplant. Wenn du natürlich 100% arbeiten gehst, ist das sehr viel Zeit, die du aufwendest für diese Arbeit. Von dem her propagiere ich eigentlich Teilzeitarbeit, auch vielleicht als Frugalist, dass du vielleicht so 40-60% oder 50% arbeiten gehst. Vielleicht nicht 5 Tage Woche, sondern 4 Tage Woche, regelmäßig etwas Kleines zu tun. Das könnte auch einen längeren Arbeitsweg sein. Natürlich, wenn du nicht viel Zeit hast und ein größeres Pensum, versuchst du den Arbeitsweg möglichst kurz zu halten, weil da geht auch sehr, sehr viel Zeit verloren. Also versuchen, ja, also ich bin der Meinung, der Arbeitsweg ist in den meisten Fällen Zeitverschwendung. Also da vielleicht eher ÖV nutzen, wenn das geht, weil da sind wahrscheinlich die Zeitverluste kleiner, weil auf der Straße hast du sicher ab und zu mal Stau oder irgendwas, was nicht funktioniert, hast du beim öffentlichen Verkehr wahrscheinlich weniger. Oder ich denke, überlege mir auch, jetzt habe ich ja weniger Zeit, mich zu bewegen. Also ich mache ja täglich rund 20.000 Schritte. Ich laufe etwa 3 Stunden am Tag oder fahre noch 1 Stunde Fahrrad. Das kann ich nachher nicht mehr. Also muss ich schauen, dass ich entweder zu Fuß dahin fahre. Das sind etwa 20 Minuten. Also mit dem Fahrrad dahin fahre 20 Minuten oder zu Fuß 1 Stunde. Dann habe ich schon mal Sport gemacht. Also man muss einfach versuchen, gewisse Sachen zu kombinieren, damit diese Zeit, die man da für die Arbeit aufwendet, das rundherum eigentlich möglichst gut genutzt ist. Genau, da habe ich auch schon mal ein Video darüber gemacht, eben den Waste, das wäre jetzt in diesem Fall Time Waste, oder? Du verlierst Zeit unterwegs, das in Wert verwandeln, eben mit Sport, oder man könnte auch etwas lernen, wenn man jetzt im ÖV ist, etwas lesen, etwas Spannendes, ja, finde ich gut. Und was du jetzt dann natürlich testen kannst, sind die 5 Minimalismusgesetze in der Arbeitswelt, oder? Ich denke da zum Beispiel ans Ohio-Gesetz, Dinge sofort erledigen, Parkinson-Gesetz, sich limitieren in Zeit. Ja, das wird jetzt alles relevant für dich. Kannst du gleich testen für uns? Ja, und ich werde es auch wahrscheinlich sofort anwenden. Also wenn ich da irgendwelche Arbeiten kriege oder Dinge, die ich tun müsste oder könnte, dass man einfach gewisse Sachen weglässt, eben so Pareto-Prinzip, dass man nur 20% mit 20% Aufwand versucht, möglichst viel zu erreichen.
Parkinson finde ich auch spannend, weil wenn man sagt, man arbeite 80%, dann denken viele nur an diese 20% Lohneinbuße, die sie haben, die sie weniger bekommen, aber dass sie einen ganzen Arbeitstag mehr bekommen, sehen sie nicht. Oder sie sagen dann, ja, dann muss ich die ganze Arbeit, diese 100% mache ich dann einfach in 80% und kriege dann aber weniger Lohn. Ist genau das Gleiche, wenn ich immer wieder im Ausmisten bin und dann geht's, sehen die Leute oft nur den Verlust, oder? Dass das Objekt jetzt weg ist, dass die Traurigkeit, die Leere, den Verlust, aber was zurückkommt, das sehen sie oft nicht. Die Freiheit, etwas, das man nicht mehr erledigen muss, es kommt ja immer etwas zurück, ist ja hier genau das Gleiche. He? Ja, weil du hast dann wirklich mehr Zeit für dich und auch viel Lebensqualität mehr. Weil ich bin der Meinung, man könnte jedem Mitarbeiter sagen, wenn du bis Freitagmittag alles erledigt hast, kannst du nach Hause gehen und dann würden wahrscheinlich ein Großteil der Mitarbeiter werden bis Freitagmittags fertig. Weil das ist auch Parkinson'sches Gesetz, dass wenn du weniger Zeit hast, musst du halt ein bisschen effektiver arbeiten. Genau. Und das würde wahrscheinlich funktionieren. Und da wäre auch die Motivation groß bis zum Freitag um Mittag fertig zu sein, dann würden sie auch mehr Arbeit tun, gerade dann kriegen sie mehr Lohn. Aber ich denke, so einen Arbeitstag, den ganzen Tag frei zu haben, ist schon sehr, sehr verlockend. Und ich weiß nicht, warum das die Menschen nicht machen. Also weil ihnen das Geld einfach wichtiger ist als die Zeit offensichtlich. Obwohl mit dem Geld decken sie ihre Fixkosten oder irgendwelche Sachen, die sie... Also ich glaube, wahrscheinlich arbeiten viele, 50% sitzen sie im Büro einfach nur, um die Fixkosten zu decken, die sie haben, die sie vielleicht auch reduzieren könnten und dann müssen sie gar nicht so lange arbeiten. Ich denke, viele überlegen sich das einfach gar nicht. Sie sind irgendwie so in einem Hamsterrad gefangen und das hat auch ein bisschen mit Tradition immer wahrscheinlich noch zu tun. Es ist doch einfach normal, dass man normal arbeiten geht und viele hinterfragen das wahrscheinlich gar nicht, könnte ich mir vorstellen. Ja, das kann gut sein. Ich habe mal von einem gehört, der ist gereist mit der Kamera, dann habe ich interviewt, der hat gesagt, da gibt es Menschen in Asien, die sind da, die arbeiten einen halben Tag und dann haben sie genug Geld verdient, damit es reicht, um Nahrung zu kaufen für diesen Tag und dann hören sie auf. Das würde in der Schweiz niemand machen, weil du hast so viele Verpflichtungen und hast da so viel Angst und versuchst Sicherheit zu haben, dass du einfach zu viel arbeitest und das Geld haust du dann nachher für irgendwelchen Unsinn raus, gehst irgendwie luxuriöser in die Ferien, kaufst das größere Auto, hast die größere Wohnung, wirst aber dann nicht so viel glücklicher oder überhaupt nicht viel glücklicher, als wenn du diese Zeit, die du verwendet hast, um diese Gegenstände zu kaufen, sinnvoll einzusetzen. Und das ist schon noch interessant, dass ich, jetzt komme ich natürlich von einem Zeitmodell, wo ich eben unlimitiert Zeit hatte. Und jetzt werde ich wahrscheinlich schon viel, viel, also ich habe auch gemerkt, ich werde dann einfach auch zu wenig Zeit haben, wenn ich 80% arbeite. Und da bin ich schon noch ein bisschen gespannt. Da werde ich einfach versuchen, auch die Mittagszeit möglichst kurz zu halten, etwas mitzunehmen. Nur schon, dass du nicht rausgehen musst zum Essen, weil das spart, also das kostet dann Zeit und auch Geld. Dann eben vielleicht, wenn ich nicht mit zu Fuß zur Arbeit gehen kann, früh ins Fitnesscenter zu gehen. Das habe ich auch noch überlegt, so ein Probe-Fitness-Abo zu kaufen. Das gibt es für rund 300 Franken für 4 Monate. Ist natürlich auch im Winter eine gute Sache. Ja, ich habe auch jetzt wieder überlegt, mehr Geld auszugeben, weil ich habe wieder Geld verdient. Das ist auch so ein bisschen ein Effekt, wo ich sage, das ist spannend, wenn du jetzt weißt, jetzt kriegst du viermal einen relativ großen Betrag, wo du ja vorher auf Sparflamme, also in Anführungszeichen auf Sparflamme gelebt hast. Da überlegt man sich schon, also ich, die nächsten paar Folgen werde ich schon wieder ein paar Dinge nennen, die ich gekauft habe. Bin gespannt. Also nicht Dinge anhäufen, sondern vielleicht Dinge ersetzen, die alt geworden sind oder Sachen optimieren oder wieder mal etwas erneuern. Super. Ja, es ist schon spannend und es ist auch, ja, ich bin wirklich gespannt, wie ich mit diesen Dingen umgehe, weil ich jetzt eine ganz pragmatischere Arbeitsweise wahrscheinlich habe. Ja, und auch keine Pausen machen und eben früh anfangen am Tag, damit ich am Abend früh nach Hause kann.
und nicht irgendwie mit Leuten sinnlos reden. Klar, wahrscheinlich muss ich schauen, dass ich da nicht das komisch angeguckt werde, wenn ich da morgens um 7 am Arbeitsplatz sitze, arbeite, mit jemandem rede, mittags kurze Pause mache, dann wieder weiterarbeite. Und ja, ich bin auch hoch motiviert, weil ich habe jetzt wirklich Lust zu arbeiten. Das ist doch schön. Sagen wir doch mal kurz die Minimalismusgesetze fertig, also Pareto-Gesetz hast du gesagt, einfach denn, was hast du gesagt? Also maximaler Aufwand. Also maximaler, also Pareto-Prinzip, Parkinson's Gesetz, dass man versucht, mit kurzer Zeit möglichst viel zu erledigen und die Zeit nicht auszudehnen unnötig, nicht zu prokrastinieren. Eisenhower-Prinzip wird sicher auch konsequent angewendet, dass man eigentlich viele Sachen auch delegiert oder gar nicht macht. Alles, was nicht wichtig und nicht dringend ist, einfach weg. Wie setzt du den Horror-Wagui um? Der wird wahrscheinlich, wie wird der entstehen? Weil das hat ja... Und was denkst du jetzt beim Horror-Wagui? Weil es ist ja da alles, wahrscheinlich hat es eh zu viel. Der Arbeitsplatz wird wahrscheinlich überhäuft sein mit Dingen, wo ich denke, für was brauche ich das? Ja, genau, genau. Oder kann natürlich auch im Terminkalender sein, oder? Dass sie dir da Termine reinpflücken und es einfach voll ist, oder? Das kann auch dort passieren. Das kann natürlich auch passieren. Ich bin noch ein bisschen gespannt, weil beim Kanton haben sie jetzt nicht extremst hart gearbeitet. Da haben sie eben auch regelmäßig zu um 9 Uhr Pause gemacht, pünktlich, um 3 Uhr pünktlich. Mhm. Ob ich jetzt da, eben weil ich nicht im Arbeitsprozess war, ob ich dem Tempo folgen kann, wie viel das so gearbeitet wird, das weiß ich nicht. Und ich habe auch die 4-Stunden-Woche gelesen von Tim Ferriss vor langer Zeit und da geht es ja auch viele Dinge in Frage zu stellen, so Sitzungen und so, da werde ich wahrscheinlich auch ab und zu mal sagen, hey, was... Braucht es keine Sitzung oder ich komme nicht, schicke mir das Protokoll oder ich muss ein bisschen schauen, dass ich nicht zu hart da mit denen ins Gericht gehe. Ja, also ich finde es spannend. Interessant ist, ich werde wahrscheinlich auch sehr häufig Nein sagen. Das habe ich auch gelernt die letzten 4 Jahre, dass man zu mehr Sachen Nein sagt. Und ich versuche auch nur die Tätigkeiten anzunehmen, die zu meinem Jobprofil oder Jobbeschreibung passen und alles andere dann abzulehnen. Also ich habe wirklich kurz Zeit und es ist etwas, was man kurz machen kann und dann wieder weggeben kann. Einfach nicht neue Tätigkeiten annehmen. Dann kannst du noch kurz sagen, was du machen musst. Also eben, die haben diese App, die jetzt dann Ende Monat rauskommt, wo sich jeder Bürger registrieren kann und dann kann er so Parkkarten, Betreibungsauszüge und so elektronisch beziehen. Die werden dann auf die App runtergeladen als PDF. Und mein Job wird es sein, dann zusätzliche Dienstleistungen, die sie dort haben, auch auf diese App zu bringen. Ich kann zwar nicht programmieren, ich bin mehr so Projektleiter, also wahrscheinlich einfach koordinieren mit den Leuten, die diese, also der eine hat ja diese Dienstleistung als, was weiß ich, Prozess-Owner, dann hat irgendwelche Leute, die programmieren können und ja, da muss man auch koordinieren, dass man die da zusammenbringt und dass man das, also einmal pro Monat möchten wir eine neue Anwendung da drauf bringen, dass der Kunde, der diese App hat, den Mehrwert sieht, dass da immer mehr drauf kommt und das eigentlich immer mehr digital wird. Also ist auch sehr etwas Zukunftsträchtiges, finde ich. Also von dem her habe ich es auch angenommen, was Spannendes ist. Ja, also ich finde das eine, ich finde das super. Und schau doch mal, was alles nicht gut ist dort in den Firmen. Da kannst du mir Bericht erstatten, da kann ich nachher vielleicht ein Angebot rausschicken, zu Simplify im Office. Oder vielleicht haben sie die E-Mails nicht im Griff, jeden Tag volle E-Mail-Boxen und ja, das wird sicher geben. Ich weiß, es wäre gut und spannend zu hören, ob man das dort irgendwie unterbringen kann, dass sie da so interne Kurse anbieten können. Weil die haben auch so Weiterbildungen. Da wäre wahrscheinlich so Minimalismus und so sicher auch noch ein Thema. Ja, schau doch mal. Und was ist noch so? Und dann, ob sie papierlos sind, würde mich natürlich interessieren. Weiß ich jetzt nicht, ja. Ja, was ist hier aufgeschrieben? Was ich auch noch spannend finde, dass ich da ja auch keine Karriere verfolge. Also ich muss da einfach einen Arbeitsplatz haben, den ich erhalten möchte, vielleicht ein bisschen Weiterbildung betreiben, aber ich möchte nicht krampfhaft nach oben kommen. Also das Stichwort hier heißt horizontaler Karriereplan, dass man eigentlich einfach versucht, ein Spezialist oder ein Generalist zu sein
und dann auch nicht so viel Stress hat, weil man einfach nur diesen einen Job hat mit weniger Verantwortung, vielleicht auch weniger Einkommen, weniger Überstunden und so eigentlich glücklicher wird, weil man einfach genau seine Kompetenzen und Fähigkeiten kennt und das nicht immer höher, weiter, besser. Genau, das Pada im Minimalismus ist ja das Downsizing, oder? Mhm. Das machen ja auch viele Minimalisten, einfach weniger arbeiten oder anders arbeiten oder zurück zum früheren Karriereschritt, einfach weniger Stress, das ist die Devise. Und es gibt auch da dieses bekannte Sprichwort, lieber mit dem Fahrrad an den Strand als mit dem Mercedes an die Arbeit. Also das beobachtet man auch bei den Minimalisten. Und das sehe ich auch in der Facebook-Gruppe übrigens. Fast immer schreibt wieder jemand, der arbeitet jetzt wieder weniger. Und das ist völlig im Trend, dieses weniger Arbeiten, ja. Ja, das sowieso. Man muss es einfach mal erlebt haben. Also ich empfehle jedem mal einfach einen Monat lang, kann ja auch Urlaub nehmen, um 80% zu arbeiten, einfach um es mal zu testen. Statt eine Woche Urlaub nehmen, 5 Wochen hintereinander, ein langes Wochenende von Freitag bis Sonntag, ist wahrscheinlich erholsamer wie einmal 5 Tage Urlaub. Mhm. Ja, und am Ende des Lebens hat keiner gesagt, dass er gerne mehr gearbeitet hätte. Das alleine reicht ja eigentlich schon, es nicht zu häufig zu tun. Ja, ich bin gespannt. Berichte uns von deinen Erfahrungen. Ja, so in 2 Wochen. In 2 Wochen los? Kann ich mehr sagen. Alles klar. Dann wünsche ich dir einen guten Start. Wenn die Folge ausgestrahlt bin ich schon mittendrin. Okay, dann wünsche ich dir einen guten Start und auf bald. Ja? Danke, bis nächste Woche. Tschüss, Selim. Tschüss, Thomas. Bringt dir der Podcast einen Mehrwert? Dann kannst du uns unter minimalismus.ch/spende eine Spende hinterlassen. Vielen Dank für deine Unterstützung.